AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wer die Macht hat, braucht keinen Verstand, hat ein kluger Mensch gesagt. Denn die Macht dominiert den politischen, Prozess. Das Drama Wahlrechtsreform in dieser Legislaturperiode ist bereder Beleg hierfür. Die ausgefallene Wahlrechtsreform ist symptomatisch für das gesamte Regierungshandeln seit 2017. Keine Reform. 3 Jahre haben die Regierungsparteien erfolgreich jede Reform verhindert. Und das jetzt zusammengenagelte Stückwerk, meine Damen und Herren, ist keine Reform. Der Verhinderungshebel war stets der Mythos um das Direktmandat, obwohl insbesondere die Union nichts mit direkter Demokratie anfangen kann, erklärt sie das Direktmandat zum demokratischen Kultstatus. Also pure Taktik. Wie funktioniert das Direktmandat? Während die FDP zum Beispiel für ein Listenmandat 70.000 Stimmen benötigt, benötigt die CDU für ein Direktmandat nur 35.000. Wenn es sich dabei um ein Überhangmandat handelt bei dem CDU-Mandat und die gleichen Wähler mit der Zweitstimme CDU wählen, haben Sie ein doppeltes Stimmgewicht, meine Damen und Herren. Und da Sie das Direktmandat zum halben Stimmzahlpreis erhalten haben, haben Sie sogar ein dreifaches Stimmgewicht. Ein professoraler Gutachter schreibt, die Direktmandate sind also die Mandate, hinter denen mit Abstand die geringste Zahl von Wählern steht. So viel zu dem Mythos. Der Teufel steckt in der relativen Mehrheit, die ausreicht, um ein Direktmandat zu gewinnen. Als es nur drei Parteien in Deutschland gab, in den 50er bis in den 80er Jahren etwa, und nur 2 davon Direktmandate erwerben konnten, war alles anders. Damals hatte jeder erfolgreiche Direktbewerber eine einfache Mehrheit, meine Damen und Herren. Heute gilt das nur noch für 13 Direktmandate. Und rund 60% Direktmandate wurden mit weniger als 40% der Wahlkreisstimmen vergeben, also gegen eine Mehrheit der Wahlkreiswähler von 60%. Der Kollege Heveling lässt medial verbreiten, durch den Vorschlag der Koalition würde der nächste Bundestag eine merkliche Dämpfung des Wachstums erfahren. Eine Dämpfung des Wachstums, nicht eine Größenreduktion. Ich zitiere, nach aktueller Umfragelage könnte der vorliegende Gesetzentwurf zu einer Bundestagsgröße von bis zu 750 Mandaten führen, schreibt einer der Sachverständigen. Ein anderer erklärt, dass er bereits eine Wette abgeschlossen hat, dass der Bundestag 21 nach der Regierungswelle mehr Sitze haben wird als der heutige. Ein Dritter schreibt, der Gesetzentwurf ist auf der ganzen Linie als gescheitert zu betrachten. Eine sehr renommierte 4. Gutachterin schreibt, der vorliegende Gesetzentwurf unterliegt an mehreren Stellen verfassungsrechtlichen Bedenken. Noch klarer resümiert ein Kollege, eine weitere Verfolgung des vorliegenden Gesetzentwurfs kann nicht empfohlen werden. Alles Sachverständigen, 5 von 6 Sachverständigen. Und wenn Sie noch von vor 2 Tagen das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes lesen, da steht drin, das negative Stimmgewicht droht auch wieder. Und es sei überhaupt gar nicht rechenbar, weil schon die Gesetzesformulierung gar nicht rechenbar sei. Eine solche Totalverriss einer Gesetzesnovelle durch Sachverständige, meine Damen und Herren, habe ich und vielleicht viele andere auch während der letzten 3 Jahre noch nie erlebt. Was tun? Ein professoraler Sachverständiger führt aus, wer die personalisierte Verhältniswahl beibehalten will, und das wollen eigentlich alle, der muss das Anrecht auf ein Bundestagsmandat von Bewerbern, hinter denen nur eine deutliche Minderheit der Wähler eines Wahlkreises steht, einschränken, meine Damen und Herren. Und damit sind wir beim beigefügten Gesetzentwurf der AfD. Der AfD-Vorschlag löst alle Probleme. Nach ihm gibt es keine Überhang, keine Ausgleichsmandate mehr. Alle Wahlkreise bleiben erhalten und der Bundestag hat, wie im Gesetz schon heute festgelegt, 598 Mandate, meine Damen und Herren. Und es geht nebenbei, ich komme, Frau Präsidentin, letzter Satz, auch um viel Geld. Rund 200 Millionen Einsparungen für die nächste Legislaturperiode gegen die Schuldenpolitik, zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, für das politische Ansehen unserer Demokratie jedoch ein Meilenstein. Herzlichen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat nun der Kollege Özdemir das Wort.